Hi, Kfz Bros. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist Samstag. Wir haben mal wieder eine schöne Arbeit hier. Wie man es erkennen kann, haben wir hier ein Zündschloss, ein Lenkradschloss. An dem Touran ist das Lenkradschloss defekt. Man kriegt die Zündung nicht eingeschaltet, beziehungsweise sogar kriegt man das Zündschloss nicht mal auf Stellung 1 gedreht. Das Problem ist immer dieses Lenkradschloss hier. Da geht diese Betätigung kaputt, zersetzt sich von innen und dann blockiert das. Schließzylinder ist separat hier angebracht. Der Schließzylinder geht in seltenen Fällen kaputt. Deswegen, wer jemand schon mal die Probleme hatte, weiß, Touran oder VAG allgemein immer dieses Lenkradschloss. Kann ich euch mal vorführen, kann ich einmal rumgehen. Da ist die Lenkradsperre drin, wie man hier sehen kann. Wir kriegen gerade das Lenkrad entriegelt, aber den Schlüssel kriegen wir nicht auf Zündung gestellt. Das ist jetzt das Dumme. Das ist so, dass man es jetzt sporadisch die ganze Zeit betätigen muss. Etwas justieren und fein arbeiten, durch hin und her wackeln und mit dem Lenkrad wackeln. Und irgendwann sollte dann aber auch das Zündschloss nachgeben oder einmal kurz reinspringen, dass man dann die Zündung einschalten kann vom Fahrzeug. Oder der Schlüssel kaputt geht. Oder Schlüssel geht kaputt im schlimmsten Fall, aber es sollte nicht der Fall sein. Ja, das dauert jetzt ein kurzer Moment. Bevor ich jetzt noch weitermache wie ein Trottel, wir werden hingehen und werden das Lenkrad samt Airbag ausbauen. Kann man eventuell auch ohne machen, ich mache das aber gerne einfach ohne Lenkrad. Man hat erstens mehr Platz und zweitens kann man euch mehr dann zeigen, was man genau lösen muss, als statt dann hier hin und dran zu fummeln und ihr seht an der Kamera nichts. Ganz wichtig natürlich, Batterie abklemmen, ne, wenn wir den Airbag runternehmen, und den Airbag bitte immer mit der Fläche, mit dem Logo nach oben zeigen lassen, nicht umgekehrt, sonst habt ihr eine Sprengbombe und die fliegt einmal durch die Decke, ne? Das ist ganz wichtig. Hatten wir schon heute Morgen gehabt. Ja, ist uns vorhin eine Gasflasche da runtergefallen, oben aus dem Schrank, da runtergekracht, Loch reingemacht und einmal schön durch die Werkstatt geflogen. Das haben wir auch noch nicht gehabt, aber ja, wie wir sehen, passiert sowas ganz schnell. Ja, gut. Ich sag mal jetzt so, ich klemme einmal die Batterie ab und dann versuche ich mal den Schlüssel hier mal auf Stellung 1 bzw. Stellung 2 zu drehen. Die Scheiße hat man rausgezogen, ey. Das ist ja eine schnelle Nummer, ne? Katastrophe. Wir machen gerne Sachen kaputt. Wir machen gerne Sachen kaputt. Ne, also wir haben es geschafft. Zündungsstellung 2 ist an. Ja, mit ein bisschen mehr Gewalt, dann hat das Schloss auch nachgegeben. Das ist ja unter 18 nicht so laufen. So, wir klemmen mal die Batterie ab. Batterie sitzt beim Touran in der Regel mal hier unterhalb. Braucht ihr einmal ein 10er Nuss und dann könnt ihr das Minuspol abklemmen, natürlich isolieren, damit er hier nochmal nicht Kontakt bekommt mit der Batterie, und dann geht's weiter. So, wenn ihr die Batterie jetzt abgeklemmt habt, wir haben gesagt, hier die Zündungsstellung, das passt jetzt schon mal so. Bevor wir da jetzt überhaupt irgendwie was weitermachen, müssen wir natürlich einmal Airbag ab, ne, Lenker muss jetzt nicht unbedingt ab, aber wir müssen einmal die Verkleidung hier lösen, sonst bekommen wir das Schloss natürlich nicht raus. Dazu dann einmal hier die obere Verkleidung lösen. Lenkrad nach vorne ziehen, die ist hier einfach nur eingesteckt, etwas Gefühl, entriegeln, Lenkrad drehen und haben dann hier jeweils zwei Torx-Schrauben, links und rechts. Dazu müssen wir mal das Lenkrad etwas umdrehen. Dann lösen wir einmal die Schrauben hier schon mal. So. Na komm. Nicht so schüchtern. Zack, einmal. Dann gerade einmal drehen. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Ja. Genau. Auch reinfahren. Und dann können wir die Verkleidung einmal nach unten ziehen. Ja. So, dafür muss natürlich aber nochmal der Schlüssel raus. Sonst funktioniert das natürlich nicht. Gut, die kann jetzt einmal unten liegen bleiben. Also. Was soll man machen? Ist leider so.
Kleidung ist auch schon mal ab. Voilà. Alles nötige drumherum weg. Ja, direkt funktioniert. Willst du nochmal probieren? Nee, ich will es nicht mehr probieren. Ne? Wie man sehen kann, funktioniert. Wir sind jetzt in Stellung 2. Warte, so. warte. Akku leer, ich muss Akku tauschen. Halt. So, also, Stellung 2. Dann haben wir einmal diesen vom Stichzylinder, das kleine Löchlein. Ne? Das ist hier am Schlüssel. Das müsste in der Regel mit hier, wir haben hier auf dem Kunststoff, hier haben wir auch noch zwei Löcher. Der Stichzylinder hier von dem Loch müsste mit dem Kunststoffloch eigentlich übereinander fluchten. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, wenn man hier so ein Draht oder eine Nadel durchsteckt, dass jetzt einmal das Zündschloss oder der Stichzylinder rauskommt. Kinderspiel. Ja, Kinderspiel. Das eine haben wir schon mal geschafft. Stecker abziehen. Am besten so lassen, wie alles ist. Und... Ja, der sieht noch... Das sieht noch okay aus. Also hier ist nichts defekt. Was defekt ist, ist definitiv einmal das Lenkschloss hier. Wie gesagt, das zerlegt sich da drin, ne, schlägt aus und dann funktioniert das hier nicht mehr. Gut, ich baue jetzt einmal das Lenkrad ab und dann geht es hier an die Elektronik. Hier haben wir das Lenksäulensteuergerät. Das muss auch einmal ausgehangen werden. Nicht bitte dran ziehen. Es gibt da zwei Nasen, die müssen entriegelt werden und dann kann man es so komplett nach unten herausnehmen. So, wir haben jetzt hier einmal schon mal den Airbag gelöst, ne? Das zeige ich euch gleich, wie der ganz genau abgeht, weil man kann das so eh nicht filmen. Dafür muss auf jeden Fall die hintere Verkleidung abmachen, beziehungsweise die obere Verkleidung. Die ist einfach nur eingeklipst nach oben und dann nach vorne zu euch wegziehen. Und dann müssen wir hier seitlich, müssen wir da reinfahren, da sitzt jeweils eine Spange drin. Dazu braucht ihr eine so Art Flachschraubendreher. Dort müsst ihr reinfahren, ne? Wir haben hier sowas geholt. Und müssen dann dort reinfahren und eine Spange lösen. Aber jetzt zeige ich euch gleich im ausgebauten Zustand, wenn das Lenkrad unten ist, das jeweils auf der Seite und einmal das Lenkrad umdrehen und dann auf der anderen Seite gegenüberliegend die genau dieselbe Spange. Dann bekommen wir hier einmal den Airbag ab. So, haben dann hier einmal Entriegelungsstecker. So, dann müsst ihr einmal den Stecker zu euch ziehen und dann gleichzeitig den Stecker auch zu euch ziehen. Also, ja. Art eine Sicherung, ne, die ist federgesichert. Dann haben wir hier noch einen Stecker auch trennen. Und schon haben wir den Airbag. Ne. Hier haben wir diese Art Spangen. Das sind diese beiden Spangen, die dann da reingreifen ins Lenkrad. So. Holen wir das Lenkrad noch runter. So, wenn ihr das Lenkrad runternehmt, markiert euch, nicht am Markieren, sondern dreht hier nicht mehr an den Lenkwinkeln. So, das ist auch ganz wichtig. Hier müssen wir jetzt noch die Schraube lösen vom Lenkrad. Das ist eine M10 Vielzahnnuss braucht ihr. Ich hätte jetzt einen Schlagschrauber. Ist doch keine M10, ist eine M12 Schraube. War mein Fehler. So. Mit der Kameramann sollte. So, einmal die Schraube ab. Die Schraube ist ab. So, das Lenkrad hat eine Markierung, ne? Dort ist ein Strich auf dem Lenkrad und auf dem Lenkstock selber, Lenkstänge, dass man weiß, wie das Lenkrad nochmal kam. Solltet ihr sowas nicht vorfinden, markiert euch am besten das, dass ihr wisst, wie das Lenkrad drauf kam. Sonst habt ihr, weil das hier alles so fein verzahnt ist, kann es sein, dass ihr das Lenkrad auch falsch draufsetzt, ne? Deswegen einmal drauf achten. Ich hole jetzt einmal das Lenkrad hier runter. Voilà. Gehen jetzt an den Tisch und dann setzen wir den Airbag nochmal rein und zeigen euch, wie man hier dann einmal, ne, den Airbag da entriegelt. So, Airbag haben wir jetzt wieder reingesetzt. Ne? Und so sieht das Ganze von hinten aus. Wenn ihr einmal jetzt den Airbag entriegeln wollt, habt ihr diese zwei Spangen. Und diese zwei Spangen müsst ihr einfach nur zur Seite ziehen und gleichzeitig etwas drücken. Ne? Dass die über diesen. Genau, dass sie einfach über diese Nase hier von dem Lenkrad einmal wegspringen. So, oder? Ja gut, das geht jetzt schlecht, weil das Lenkrad auch mehr gekauft. Ja, das sieht jetzt, geht jetzt etwas schlecht. So, ich ziehe das jetzt etwas mal runter, ne, wie man sehen kann. Jawohla. Und dann kommt euch der Airbag auch entgegen. Ich habe den Stecker hier nochmal drauf machen müssen, sonst hat das hier nicht gepasst. Gut. Easy. Ist ja auch ganz einfach, wenn man es weiß. Ne? Ja, wenn man es weiß, wenn man es paar Mal gemacht hat, passt das. Und jetzt geht es weiter an die Lenksäulenelektronik. So, das Ganze hier werden wir auch jetzt noch einmal abbauen. Fangen hier jetzt mit einem Lenksäulensteuergerät an. Das hat hier vorne einen ganz kleinen Torx. Die Torx-Schraube einmal entfernen. So, zur Seite legen.
müssen jetzt hier einmal, okay, muss man nicht, aber in der Regel fährt man hier mit so einem kleinen Imbus hier einmal rein und entriegelt dort dann eine Kunststoffnase. Und des Weiteren hat man hier hinterhalb, muss man hinter den Stecker fahren, da kann man auch eine Nase betätigen. Ich zeige euch das, wenn ich das Steuergerät hier gleich abgezogen habe. Ja, so sieht das dann einmal aus. Müssen wir einmal die ganze Stecker entfernen. Das ist auch alles etwas fummelig. Einmal dort eine Sicherung dran. So. Ja, das ist halt diese Nase, wo ihr mit dem Finger entriegeln könnt. Ne? Da könnt ihr einfach so reinfahren und reindrücken. Und hier haben wir diese weitere Nase. Da fährt man eigentlich, wie gesagt, hier einmal durch und kann dann hier mit dem Imbus kann man das hier einmal entriegeln. Ne? Das ist jetzt hier ein 2er, 2,5 Imbus, also ganz kleiner Imbus. Dort reinfahren und dann bekommt ihr das Steuergerät einmal raus. Ne? Weiter geht es hier mit dem Lenkwinkelsensor. Wie gesagt, nicht mehr großartig bewegen. Der ist hier oben eingehangen. Zwei Nasen, einmal entriegeln, links und rechts. So, das sind die beiden Nasen, einmal nach oben biegen. Und dann bekommt ihr den Lenkwinkelsensor auch schon mal raus. Ja, wie wir sehen können, kommen wir dem Ziel schon mal langsam näher. Hier haben wir noch so ein, auch eine Elektronik. Die kann man einfach nur abziehen, die ist dort einfach nur eingehangen. Auch alles zur Seite legen. Und haben dann jetzt hier nur noch unseren Blinkerschalter. So, den haben wir jetzt schon mal draußen. Auf der Seite, am besten kommt schon von der Seite vor. Ich versuche gerade einmal vorzuführen. Und dort haben wir hier eine Nase, die muss nach innen reingedrückt werden. Und hier außerhalb haben wir eine Nase, die muss nach außen gezogen werden. Ich mache das gerade hier einmal vor auf der anderen Seite. So, ist etwas fummelig, aber machbar. Ja, okay, voilà. Also wie gesagt, hier haben wir, dort rastet diese Nase da ein. Na, Moment, warte, die Kamera ist nicht so schnell. Mann. Dort der Nase, dort rastet das hier dann hier ein. Deswegen auch nach innen drücken. Und auf der anderen Seite war da jetzt kein Clip, sondern da war auch, hat das hier auch nur hier drin gesessen. Gut, jetzt sind wir dem Ziel schon etwas näher gekommen. Wir gehen jetzt hin. Von oben hier. Jetzt denkst du schon weiter, glaube ich, den rausziehen, oder? Mhm. Ja. Kannst du von oben filmen. Hier noch einmal das Kunststoff hier. Das Kunststoff hier bekommt ihr nicht ab, denn das sitzt hinter dem Schloss und das geht erst runter, wenn das Schloss ab ist. Also ihr könnt das einmal ersetzen, wenn ihr möchtet, ist nicht zwingend notwendig. Hier sehen wir jetzt einmal die Abreißschrauben. Ne? Kann man das gut erkennen. Ja. Da und einmal da von oben kann man das erkennen. Vielleicht sieht man es auf der Kamera jetzt nicht ganz gut. Aber, ja. Wir gehen da jetzt hin und werden jetzt in dem Bereich von der Schraube, also sprich hier, nehmen wir einmal das Kunststoff einmal aufbohren und können dann hier seitlich kann man die Schraube schon erkennen. Wenn dann dort einmal, also wir müssen genau das Stück Plastik hier einmal aufbohren und wenn dann dort dann einmal die Schraube mit der Meißel aufschlagen oder mit einem Flachschraubendreher einmal aufschlagen. Ja. Man könnte es jetzt von oben noch aufbohren, aber es geht schneller, wenn ihr die Schraube oder die Mutter aufschlägt, als mit dem Bohren. Ne? Weil ihr habt ja auch nicht wirklich so viel Platz. Aber kann jeder machen, wie er möchte. Wir schlagen das in der Regel immer auf. Und man muss das Kunststoff danach auch nicht mehr ersetzen. Ne? Gut. Ölkolben auf der Arme. Ja, geht ein bisschen schneller. Wir machen das jetzt auf russische Art. Wir schmelzen jetzt einfach mit dem Flachschraubendreher einfach das, was wir brauchen, weg. Nicht brauchen. Also ja, also was im Weg stört. Wie gesagt, es ist eigentlich vom VW auch vorgegeben, dieses Kunststoff hier zu ersetzen. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Wir machen das jetzt mit so einem Flambierer. Einfach kurz die Spitze heiß machen vom Schraubendreher. Ein paar Sekunden und das reicht dann vollkommen, dass wir das einmal dann hier so freischneiden. Einmal freischneiden. Da kann man jetzt schön auf die Schraube schauen. Da kann man jetzt einen schönen Meißel ansetzen. Ne? Hier in dem Fall so schön ansetzen. Den sind wir zurück. Ne? So schön ansetzen. Und dann einmal, zweimal kräftig schlagen. Und damit Glück sollten die Schrauben aufgehen. Wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft, dann. Ja. So.
spitze Meise oder Flachschraubendreher ansetzen und dann und es auf. Perfekt. Das hat schon mal geklappt. Und jetzt sollte sich das eigentlich, ja, wenn man sehen kann, kann man das hier dann mit den Fingern drehen und das Schloss geht dann ohne Probleme auf. Wenn ihr die Schrauben natürlich, könnt ihr gegen normale Schrauben ersetzen, ihr müsst nicht zwingend jetzt Abreißschrauben benutzen. Ihr könnt da vom VW, müsst ihr dann halt euch nochmal diese Schrauben besorgen. Und dasselbe Spiel auf der anderen Seite genauso. Und dann kommt euch einmal das Lenkschloss da entgegen. So, die Schrauben am besten dann mit einem Magnet angreifen und rausdrehen. Und habt die beiden Schrauben ab, können wir das Ganze dann einmal komplett nach vorne herausziehen. Ja, und das ist dann, na, hört man schon, das ist dann der Übeltäter, der ist defekt. Und das muss dann einmal neu. Ja. Gut, alles, der Arbeitsablauf folgt jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Das Einzige, was man jetzt machen muss, ist jetzt nur noch das Schloss hier aus dem Kunststoff aushängen. Da hat man auch wiederum hier so Nasen, die muss dann eindrücken. Guck, fällt schon von allein raus. Fällt schon von allein raus, der will schon raus. Genau, und übernimmt dann halt einfach nur das neue Schloss. Und das war's dann schon. Ne? Und dann folgt das alles wieder umgekehrter Reihenfolge. Und verwendet, wie gesagt, entweder neue Abreißschrauben oder nur kauft einfach normale Schrauben und dreht die rein und ist auch gut. Ne? Wenn das Auto geklaut wird, wird es halt geklaut. Ne? Ob mit Lenkradsicherung oder ohne. Ne? Oder mit den Abreißschrauben oder ohne. Gut. So, wir haben jetzt den Zündanlassschalter noch mit übernommen, denn ja, das gelieferte Bauteil hatte einen anderen Stecker. Wahrscheinlich, weil es einfach für mehrere Modelle geeignet ist. Den Zündanlassschalter kann man ganz einfach ausziehen. Wir haben hier so einen, den Deckel hier kann man einmal, muss man den Kleber lösen und dann kann man den Deckel etwas heraushebeln. So, und der Zündanlassschalter sitzt in zwei Positionen. Einmal jeweils hier ist eine Nase, dort müsst ihr reinfahren, eine Nase entriegeln. Und genau neben dem Stecker fährt ihr hier auch rein und dort auch, und jetzt nicht mit dem Imbus, am besten mit zwei Nägeln oder mit Draht reinfahren, Nase entriegeln und dann könnt ihr das Ganze einmal herausziehen und übernehmen. Ne? Das haben wir jetzt hier einmal erledigt. Kommt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Falschrum. Zündschloss nach innen gebaut. So, einmal reinsetzen. Schreiben wir uns an Imbus. Hier haben wir uns schon Schrauben rausgesucht. Ne, Imbusschrauben. Kann jeder machen, wie er möchte. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Diebstahlsicherungsschrauben drauf machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Aber wir machen das hier mit normalen Schrauben wieder. Das reicht auch vollkommen. Stecker vom Zündschloss natürlich nicht vergessen anzubringen und dann muss das Ganze hier nochmal wieder reingesetzt werden. So, schaut, dass er jetzt auf jeden Fall richtig drin sitzt und dann erst einmal das Draht herausziehen. So, er klickt einmal, dann ist er auch eingerastet. Voilà. Lenkrad verriegelt, Zündung Stufe 1, Radiostufe, also Zündschlüssel Stufe 1, 2 und Start. Perfekt. Gut. Lenkrad drauf, Airbag drauf und dann schließen wir die Batterie wieder an.
Und dann schauen wir mal, ob das auch alles so geklappt hat. Aber ich habe ein gutes Gefühl. So, sollte jetzt alles passen. Testen wir, ob erstmal alles wieder funktioniert. Blinker, ja, nicht ganz so Lichterschalter funktionieren. Okay, Hupe geht auch. So. Perfekt. Jetzt haben wir noch einmal ja, den Lenkwinkelsensor. Wir leuchten jetzt ESP und das Lenkrad-Symbol. Das kann man ausschalten, indem man einmal Lenkvolleinschlag auf links und rechts macht und dann ein gerades Stück fährt und dann verschwinden die Lampen auch von alleine. Ne? Perfekt. Funktioniert. Nice, Bro. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Arbeit? Zufrieden mit meiner Arbeit, ja. Ja, das war dann also der Übeltäter. Wie gesagt, die Schließzylinder gehen sehr oft kaputt. Sollen wir das mal zerlegen? Nee, ich hab keine Lust. Ich will feiern. Ich mach das schnell. 10 Minuten und dann mach mal kurz Video. Zeig mal, dass da ist bestimmt was abgebrochen dran. Komm, trau dich. Komm schon, die Leute wollen das auch sehen. Komm schon. Mach, ich mach nicht. So, der Doktor ist gerade hier am Schloss zerlegen. Er unbedingt drauf bestanden hat, wie man so ein Schloss setzt. Voilà. Voll dagegen gelaufen, was soll denn das? So. Okay. Und Gutachter, was für Gutachten sind? Das war ganz nicht. Das ist das Stück, was abgebrochen ist. Oh, ja, also da kann man erkennen. Super. Wie gesagt, es ist immer rein mechanischer Schaden und es liegt nicht immer, wie gesagt, also zu 98% liegt es nicht an dem Schließzylinder selber, sondern immer an dem Lenkschloss selber. Darum wird das immer auch Ganze hier einmal ersetzt. Und das führt dazu, wir hatten echt noch Glück, dass wir das echt noch entriegeln konnten, das Schloss. Sonst hätte man das aufbohren müssen, um den Schließzylinder da herauszubekommen. So, also der Feinmechaniker hier hat das einmal noch zerlegt gehabt. Wie gesagt, ne, hier sind die Stückchen rausgebrochen vom Zündschloss, also ja, vom Schließzylinder selber rausgebrochen, Feder kaputt gegangen. Wir hatten echt noch Glück gehabt, dass wir echt noch das Zündschloss irgendwie entriegeln konnten. Aber wie gesagt, durch ein paar Schläge von der Lenksäule, das sieht brutal aus. Aber Leute, das hilft wirklich. Ne? Das ist bei Mercedes auch bekannt, wenn dort die Verriegelung nicht mehr entriegelt, ein paar Mal an der Lenksäule schlagen nach unten, dann irgendwie funktioniert es dann. Ja, das war dann also ein Lenkschlosstausch an einem VW Touran. Solltet ihr noch Fragen haben, postet in Videokommentare, folgt uns Instagram, Facebook, pipapo, alles was ich sage, immer jedes Mal dasselbe. Besucht unseren Shop und nicht vergessen, Abo dalassen, kostet gar nichts. Ihr unterstützt uns damit und ja, weiter geht's. Was machen wir heute? Jetta Radlager. Mein Jetta Radlager gefetzt. Ja. Jetta Radlager kommt noch neu. Ja, ansonsten mache ich heute nichts mehr. Machen wir Feierabend, doch schade, noch einen Reifenwechsel zu machen. Mach mal Video, Twitter, Radlagerwechsel. Nee. reiß alles mögliche ab. Gut. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure KFC Pros. Bleibt gesund. Ja.